Juhu! So, natürlich gibt es auch heute wieder ein neues Video. Und wie im Titel natürlich schon steht, habe ich mir gedacht, es wird mal wieder Zeit für eine neue Maxify-Reaction. Es ist so, dass er ja in London war und dort ein neues Video aufgenommen hat. YouTuber bestimmen 24 Stunden sein Leben. Und genau da gucken wir jetzt rein. So, ich bin mal unten rechts in der Ecke. Es ist tatsächlich so, dass ich schon mal zwei Videos in diesem Format aufgenommen hatte, allerdings das mit dem Urheberrecht nicht gepasst hatte. Von daher musste ich mich spontan umentscheiden, doch noch eine andere Reaction zu drehen. Ja, also es ist jetzt mal wieder Zeit für Maxi, natürlich. Denn es ist ja schließlich so, dass meine Maxify-Reactions tatsächlich sehr gut für mich funktioniert haben und super gut angekommen sind. Von daher wäre es ein bisschen blöd, das nicht weiterzuführen. So, das ganze Video ist hier vorne, dauert 24 Minuten. Ich werde für die nächsten 24 Stunden Aufgaben von YouTubern erstellen. Und das Ganze mache ich nicht in irgendeiner Stadt, sondern ich mache das Ganze in London. Und fangen wir an mit Aufgabe Nummer uno. Let's go. So, okay, erstes Video, was wir bekommen haben, ist von Sterzi. Können wir mal rein, was er zu sagen hat? Hallöchen, Maxi. Hallo, na, Sterzi. Wie geht's? Ich habe gehört, du brauchst ja eine kleine Aufgabe von mir und da habe ich mir ein bisschen was überlegt. Denn es gibt gerade richtig viele schöne Formate auf YouTube bezüglich Essen. Und deshalb dachte ich mir, wie wäre es, wenn du in London einmal das schlecht bewertetste Restaurant raussuchst und dir einfach dort irgendwas bestellst und schaust, wie schlimm es eigentlich wirklich ist. Ich hoffe, ihr sterbt nicht. Danke, wow, wie nett. Ja, okay, dann ein schlecht bewertetes Restaurant und da irgendwas essen, ne? Super, hoffen wir mal, dass wir keine Lebensmittelvergiftung bekommen. Abfahrt, wir gehen rein. So. Okay. Okay, wir sind beim schlecht bewertesten Restaurant. Würde ich behaupten, der ganze Laden hat 2 Sterne und heißt Palace Restaurant Café. Ich sag mal so, der sieht auch nicht gerade appetitlich aus. Aber bevor wir reingehen, würde ich sagen, lass uns ganz kurz ein paar Bewertungen durchlesen. Joel schreibt: Die Bedienung war extrem unfreundlich, das Essen war überteuert und hat nicht geschmeckt. Alles hat da verwest und gerochen, die Toiletten wurden seit Jahren nicht mehr gereinigt. Ganz viele Kotz-Emojis, auf keinen Fall empfehlenswert. Super, danke Joel für die Nachricht schon mal. Serin schreibt: Die Dame war absolut unhöflich und der Ort sieht so unhygienisch aus, dass die Dame sich nicht die Hände wäscht und den Fisch nicht mit den Händen hinlegt. Tut mir leid, aber 15 Pounds dafür? Ich sag mal so, das sieht irgendwie auch sehr weird aus. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber ich werde irgendwie sowas ähnliches auf jeden Fall jetzt essen. Ich würde sagen, lass mal reingehen. Aber Secret, denn es wurden schon ein paar Leute rausgeschmissen von den Laden, weil sie gefilmt haben. Deswegen müssen wir alles sehr heimlich machen. Also ich hätte bei sowas ja auch viel zu viel Angst, dass ich mir irgendwas wegholen würde, ne? So sag ich aber ganz ehrlich, das wäre für mich so... Ah, nee, weiß ich nicht. Also ich bin echt nicht mehr pingelig, was Essen angeht. Ich war mal eine ganze Zeit lang echt pingelig. Gerade was das Thema Fleisch angeht, weil ich eine ganze Zeit lang echt kein begeisterter Fleischesser war. Das ist dann aber wieder ein wenig zurückgegangen. Also mittlerweile esse ich auch wohl wieder Fleisch. Auch nicht alles, bei weitem nicht alles. Aber da bin ich echt pingelig. Von daher, gerade England ist ja sowieso so bekannt für Fish and Chips und Fisch ist auch nicht so meins. Wo ich dann denke, oh nee. Oh. Ja, schwierig. Also, Fish and Chips, one time. Und er bestellt auch noch Fisch. Okay, wir sind jetzt im Laden drin. Ich habe mir Fish and Chips bestellt. Mal gucken, das wird jetzt gleich ankommen. Wir sind auf jeden Fall nicht rausgeflogen. Das ist schon ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich habe ein bisschen Angst, dass er jetzt irgendwie uns bemerkt und dann rausschmeißt. Aber alles gut bis jetzt. Okay, kurze Inspektion beim Klo. Okay, top. Schöner Flur. Bruder. Also ich sag mal so, ich will jetzt nicht krass schlecht reden. Ich meine, es gibt bessere Toiletten auf jeden Fall, ne? Aber es geht ja auch irgendwie auch schlechter, ne? Naja, also ja, guck dir mal den draufsetzen Boden würde ich mich nicht. Gut, nee. Gehen wir mal zum Essen. Inspektion ist Erfolg. Sicher. Okay, also ich sag mal so, das Essen könnte schlimmer aussehen. Ich probier mal Pommes. Fehlt auf jeden Fall Salz. Mal gucken, was dieses Fischding hier... So schlimm kann schon nicht sein.
Ist okay, schmeckt halt nach fast nichts. Ich weiß nicht, ich würde den Essen, glaube ich, 3 von 10 geben und der Rest ist halt so 2 von 10. Also, ist okay. Ist wahrscheinlich okay. Einfach okay. Nur eine Fritteuse gefeuert. Machen wir weiter mit der nächsten Challenge, ne? Okay, nächste Aufgabe ist von Gloom. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Let's go. Ich finde, wenn man schon in einer Stadt ist, die man nicht kennt, muss man unbedingt eine langweilige Stadttour machen und dumme Fragen stellen. Das ist gut. Super, okay, wir sollen eine langweilige Tour machen. Ich glaube, sie meint damit die Doppeldecker-Tour und dann dumme Fragen stellen an die Leute. Ja, geht schlimmer. Komm, wir machen das mal. Komm. Ne, du musst mitkommen. Komm mit. Ich wollte auch immer mal in einem Doppeldeckerbus fahren. Es ist tatsächlich so, dass der hier in meiner Stadt, wo ich wohne, dass der auch fährt. Von daher ist das so, ja. Ist tatsächlich nichts Besonderes. Stellt man sich interessanter vor, als es ist. So. Ja, das alles halt, ja gut, ist auf Bus, ne? Es ist alles sehr klein und sehr. Ah, nee. Also, kann ich nicht empfehlen. Es ist. Nee, da fahre ich lieber mit meinem Privatwagen. Das wird gut. Komm, wir gehen. Okay, wir gehen. Hä, muss ich in den rein oder in welchen muss ich rein? Ich glaube, das wird schon ganz gut sein. Der hat einfach die Tür zugemacht und fährt. Der fährt einfach gerade weg. Das ist frech. 5 Minuten später. Okay, bin jetzt auf jeden Fall im Bus drin. Der ist ziemlich leer, aber ich weiß auch nicht, ob ich ihm Fragen stellen kann. Ich gucke erstmal ganz kurz, wie es oben aussieht. Oder, also ein bisschen ruhiger fahren wäre auch cool. Ja, so cool aussieht auf jeden Fall hier. Ich sag's dir, okay, die Sicht ist cool, aber ich musste nur noch ein paar langweilige. Aber die haben so die offen oben. Das ist cool. Bei uns ist der halt so komplett zu. Das ist halt scheiße. Und dann musst du sowieso so eine ganz schmale Treppe hoch. Also da passt gerade so eine Person hin und dann ist dann alles so. Das ist nicht für Leute mit Platzangst ausgelegt. Ich wollte Fragen stellen, deswegen frage ich ihn einfach mal ganz kurz. Can I ask a few questions? Ist das fine? Ja. Where's Buckingham Palace? That's where we just come from. Okay. Yeah. Oh, thank you. Do you want to go there? No, it's fine. We go there and then after I go to the trip. And do you know the best restaurant here? Best restaurant? Yeah, for food? I don't know about this couple of them along this side. Ah, okay. Where are you from? From here? Or you're from England? Yeah, I'm in England, but I'm from Ghana. Ah, okay. I'm from Germany. Germany? Yeah. Okay. You been in Germany before? Or no? No, transit before. You like beer? Beer. Yeah, you like it? Yeah, I like beer. Okay. You see the restaurants here? Yes, I see it, yeah. Perfect. Thank you very much for your time. That's alright, no worries. Thank you. Have a nice one then. Alright. Bye bye. Yes, bye bye. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, ich habe die Aufgabe. Also, es ist ja so, mir wäre das halt schon komplett unangenehm, wenn ich das filmen müsste, wenn ich mit dem spreche, ne? Das wäre halt schon so. Ich habe schon ein Problem damit. Ich meine, ich mache das hier seit über einem Jahr. Und ich finde das schon cringe, wenn ich dann mit Leuten aufnehme hier. Wenn ich dann meine Anleitungen so moderieren muss, dann denke ich aber auch ich schon jedes Mal so. Ha, okay. Aber das geht noch. Fies finde ich dann auch, wenn ich irgendwo draußen bin, wo ich dann denke so, okay. Aber ja. Oh mein Gott, ich sehe jetzt erst, wir dürfen dieses Video niemals anhalten. Was ist das für ein Gesichtsausdruck? Okay. Richtig erfüllt. Gut, fahren wir weiter zur nächsten Aufgabe. So, okay, wir haben ein paar Aufgaben schon geschafft, aber die nächste Aufgabe ist von Maluna. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Und hier ist die Aufgabe. Und zwar geht es darum, dass du ja auf der Filmpremiere bist und dass du Chris Hemsworth triffst. Und da hatte ich überlegt, ob du ihn vielleicht fragen kannst, ob wir irgendwie entspannt Schere, Stein, Papier gegeneinander spielen können. Okay, ich sag mal so, er stimmt, ich bin auf der Filmpremiere gleich drauf. Das Ding ist, ihn zu treffen und gegen ihn Schere, Stein, Papier zu machen, wird, glaube ich, so gut wie möglich. Aber ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben und mal gucken, ob ich irgendwie eine Chance habe, gegen ihn zu gewinnen. Aber jetzt müssen wir erstmal den Weg zu ihm finden, das wird ein bisschen schwer. Keine Ahnung, wo ich lang gehe. Ich glaube, ich bin absolut falsch. Ist da irgendwer? Roter Teppich. Ganz komisch, Nova, ganz komisch. Ich habe mich komplett verlaufen. Das check ich gar nicht hier gerade. Yay!
gar nicht unangenehm, gar nicht unangenehm. Ich weiß zwar noch nicht ganz genau, wo gerade Chris Hemsworth ist, aber ich sag's dir, wie es ist. Ich werde ihn finden, okay? Ich werde ihn finden für dich, Maluna. Aber bevor ich zu ihm gehe, würde ich erstmal sagen, gucken wir uns den neuen Film von ihm an, und zwar Mad Max. Furiosa in Mad Max. Oh, ja, das Ganze gucken wir uns jetzt an. Wir gehen jetzt rein. Okay, ich werde nichts sagen. Aber der ist nicht weit weg von uns gerade, okay? Der ist nicht weit weg, der Bree. Da ist er. Da ist er. Und jetzt zum Film. Jetzt kommt der Teaser, war klar. Du und ich. Die Frage ist... Mad Max Furiosa ist die packende Fortsetzung der Mad Max-Reihe. Der Film beleuchtet die Vorgeschichte von Furiosa, der mutigen Kriegerin aus Mad Max Fury Road. Der Mentos wird von Chris Hemsworth gespielt, also den Typen, mit dem wir Schere, Stein, Papier machen müssen. Und so verspricht der Film aufregende Action und tiefgehende Charakterentwicklungen. Ihr könnt euch auf ein visuell beeindruckendes und emotional fesselndes Abenteuer freuen, Leute. Deswegen schaut euch den Film auf jeden Fall im Kino an. Sehr geil. Der Film ist zu Ende, aber wir haben immer noch nicht Chris gefunden, okay? Wir müssen ihn noch finden. Und eine Sache... Na, also ich habe den ersten Mad Max-Teil schon gar nicht gesehen. Aber irgendwie, ja. Aber ich gehe nächste Tage mit meinem besten Freund mal ins Kino, weil es gibt so einen neuen Horrorfilm, Tarot heißt der. Und finde ich geil, muss ich gucken. So, dementsprechend, ja, mal sehen, was dabei so rumkommt. Jo. Sache ganz kurz zum Film, Leute, der Film ist einfach insane, okay, der ist wirklich krank. Ich sag's, wie es ist, die müsst ihr euch einfach anschauen, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, ne? Falls ihr ihn sehen wollt, ich packe euch mal Links dazu in die Videobeschreibung, schaut einfach mal vorbei, der Film ist eine 10 von 10. Sehr, sehr geiler Film, okay. Und ich verlose auch noch 10 Tickets dazu, okay? Hört sich gut an, ne? Also wenn er Tickets verlost, dann kann ich ja mitmachen. Das ist ja völlig okay. Ich gebe euch nochmal ein paar Infos, okay? Ich bin eigentlich recht nah gleich an ihn dran. Er wird nämlich gleich da vorne sitzen, okay? Da vorne wird er sitzen und ich werde es dann versuchen. Aber die meinten eben schon, dass man keine Fragen wirklich stellen darf und ich eigentlich wahrscheinlich auch kein Schere, Stein, Papier oder sonst was gegen ihn machen darf. Aber ich werde es trotzdem versuchen, irgendwie mit irgendeinem Weg das zu machen, okay? Ich versuche es. Ob es klappt, I don't know, aber mal gucken. Nach der Fragenstellung bei Chris hatten wir ein großes Gruppenbild gemacht und ich wusste, wenn ich es jetzt nicht versuche, werde ich es niemals schaffen. Deswegen habe ich nur einen Versuch und muss ihn fragen. Okay, wir versuchen es. Chris, can we do rock, paper, scissors? Rock, paper, scissors? Yes. Oh my god. Okay. Rock, three. I want. Yeah. Okay, best of three. Okay. Three. Guy, yeah. Let's go, thank you, mate. Yeah. Hab's geschafft. Maluna, ich hab die Aufgabe. Das wäre eigentlich eine coole Idee, wenn ich Maxi das nächste Mal wiedersehe auf der Gamescom. Es ist ja, Stand jetzt. Allerdings wäre das dann wahrscheinlich ein bisschen viel, weil er muss mir die Bücher signieren. Beziehungsweise das eine Buch, was ich ja sowieso noch verlose. So, werde ich ihn da dann drauf ansprechen. Nochmal, weil er ja immer noch nicht auf meine Anfragen eingeht für ein gemeinsames Video, wo ich dann auch denke so, Junge, ich habe auch schon gesagt, so, pass mal auf, da kommt mit Sicherheit von ihm so, ja, dann musst du eine Anfrage schicken. Und wenn ich ihm auch sagen, ja, wie viel soll ich noch schicken? Aber, ja, ich glaube, das wäre ein bisschen viel auf einmal. Der Junge wird komplett überfordert sein, wenn ich komme. Ups, naja, passiert, selber schuld, hätte ja mal auf meine Anfrage eingehen können. Aufgabe geschafft. Ich hab noch was gesehen. Okay, wir gehen weiter zur nächsten Aufgabe. Let's go. Okay, die nächste Aufgabe, die wir bekommen haben, ist von Reef. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt. Mal gucken, was sie zu sagen hat. Moin Maxi, meine Aufgabe ist, geh in einen Laden, bestell dort was, aber ohne ein Wort Englisch zu reden. Komm dann auf Deutsch, tu einfach so, als könntest du kein Englisch und guck, ob es klappt. Aber sowas ist cool. Sowas würde ich auch machen. Sowas wäre echt geil. Ich hab, mit damaligen Freunden von mir waren wir auch mal bestellen und ich kann das eher rollen. Und dann habe ich auch tatsächlich bei KFC habe ich das eher gerollt, als ich bestellt habe, weil ja, meine Freunde das halt so wollten. Die Kassiererin hat mich ganz groß angeguckt, die kam da gar nicht mit klar. Die war da ein bisschen so, okay. Und dann habe ich voll den Lachanfall gekriegt, meine Freunde voll den Lachanfall und die Kassiererin hat gar nichts mehr gecheckt, ne? Die hat dann später nur noch gesagt, so, ihr kriegt das Essen erst, wenn ihr mir sagt, was so lustig war. Nicht so, unangenehm. Aber das finde ich cool. Sowas würde ich auch machen.
Du darfst erst gehen, wenn du das bekommen hast, was du bestellen willst. Boah, schon wieder so unnötig und unangenehm, no joke. Okay, die Aufgabe ist bestanden, wenn ich das bekomme, was ich wollte. Okay. Hey, typisches Touri-Life. Da können wir hingehen. Ramen und Curry. Okay, Schild sagt warten, dann warten wir mal kurz. 2000 Jahre später. Hallo. Yes. Inside? Ja. Okay, you can come in. Okay, danke dir. Give me one second. Ja, alles gut. Okay, wir würden einmal das Hähnchen-Taiyaki-Curry. Dazu würden wir dann noch den Kürbis-Krokett machen. Genau, ja. Tonkotsu. Einmal. Ja. Edamame. Ja. Und zu trinken. Jasmin-Tee. Zweimal. Jasmin-Tee. Ah, ihr habt das nicht? Achso, okay. Dreimal Wasser. Water. Mann, ich fühle mich so dumm. Okay, das war's dann, ne? Das war's. Ja, das ist. Danke. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also. Ah, okay, danke dir. Hey, ich sag's dir, wie es ist. Ich hab bestellt auf Deutsch. Ich würde behaupten, ich habe die Aufgabe absolviert, oder? Ja? War ein bisschen unangenehm. Geht schlimmer. Ich habe vergessen zu filmen, aber das Essen kam by the way an. Ich habe schon angefangen zu essen. Ups, naja. Egal. Nächste Aufgabe ist von Kiel. Ich bin mal gespannt, was er sagt. Hey Bro, ich kann hier nicht so laut sein, ne? Aber bring mir mal ein Liverpool-Trikot mit. Mit 5 Unterschriften von irgendwelchen random Leuten, okay? Aber das sollten wir eigentlich schaffen. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Dafür müssen wir nur zum Nike Store. Easy, gehen wir hin. Okay, scheint es mal richtig zu sein. Richtige Richtung. Okay, holen wir das Trikot, Pien. Wir holen das für dich. Alles gut. Und Unterschriften kriege ich auch. Super easy. Das ist eine leichte Aufgabe. Sag ich so, wie es ist. In London mit einem Liverpool-Trikot? Das Trikot, das besorge ich ihm am Messer. Das kriege ich hin. Okay, Trikot habe ich. Hose habe ich, Socken habe ich, passt eigentlich alles soweit. Hab Trikot, hab Schiff, jetzt befragen wir mal ein paar Leute, okay? Es wird super awkward, aber egal, es wird schon. Yo, guys, can you maybe sign my shirt? No? No signing? Guys, can you sign my shirt, please? Signing. Aww. Guys, can you sign my shirt? Just sign it with your name? Please, yes, please. You both. Oh, please. It's a Liverpool shirt. Oh, you want to sign a Liverpool shirt? Yeah, yeah, why not? Please sign. Ah, shit, man. I'll sign. Yeah, you sign it? Oh, thank you very much. Yeah. You can put it on my bag. Anywhere you want. Anywhere you want? Yes. Yo, guys, you want to sign my shirt? Want to sign it? There you go. Yeah. Oh, yeah. Thank you very much. You come on. Come on, I hate it. Well. Yes, sir. Come on, guys. It's for a YouTube video. Yes. Ich fühle mich so dumm gerade dabei. Where are you from, bro? From Germany. Germany? Okay. Yes. Yeah, Deutschland. Yes. Deutschland. Maxify. Maxify? Yes, how do you spell it? M-A-X-I-F-Y. Okay. Something like that. I'll subscribe. Thank you very much, guys. Thank you much. Thank you. Have a good day, mate. You too. Hey, wo sind die anderen beiden jetzt hin, Digga? Waren noch zwei andere, die machen wollten. Die sind einfach weg. Can you sign my shirt? It's Liverpool. Come on, bro. Sign your shirt? Yeah, sign it. What's the channel? Maxify. Maxify? Yes, sir. All right, man. Check it out. Thank you. Yes, sir. Er macht noch voll Werbung. Vielleicht ich hab grad gehört zu ihr gesagt, jetzt fühle ich mich ein bisschen dumm. Vielleicht sollte ich auch einfach draußen drehen. Aber dafür brauche ich einen Kameramann. Das darf ich so nicht sagen. Ich habe jemanden, der sich hinter die Kamera stellt. Shit. Shit. Oh nee, unangenehm. Oh. Egal. Can you sign my shirt, please? Sign your shirt? Yeah, Liverpool. No, wow. That's Liverpool. No? Nah, come on. Excuse me, can you sign my shirt? Sorry? Can you sign my shirt? Sign it. Why? Why not? It's for YouTube video. Okay. Ich fühle mich dabei immer so dumm. Got it? Thank you very much. You're Thank welcome. You. Bye bye. Guys, can you maybe sign my shirt? No? Can you make me sign my shirt? Das ist so Opfer, Mann. Ich hasse es. Can you maybe sign my shirt? A Liverpool okay. shirt? No? Guys, can you sign my shirt? Come on. Can you sign my shirt? Yes. Yeah, really? Wait, who is it though? A Liverpool? Ah, come on. Ah, come on, guys. Come on, bro. Ah, fuck, man. You sure you want me to sign this, bro? Yes. I'm a Manchester United supporter. Do you want me to sign this? I'm not sure anymore. I'll say thank you, man. Can you sign my shirt? Sign.
Sign it. Oh, thank you very much. Thank you very much. Ich fühle mich so kacke dabei. Okay, Aufgabe absolviert. Ich habe alle 5 Unterschriften. Ich weiß nicht, was da steht, aber ich glaube, das ist gut. Scheiß drauf, nehmen wir so an. Okay, perfekt. Kuss. Ich hatte mich gewundert, warum so viele es nicht unterschreiben wollten. Es lag einfach daran, dass Liverpool in London gehasst wird. London hat viele Vereine, aber Liverpool gehört nicht dazu. Das sind eher Arsenal-Fans, Chelsea-Fans, Tottenham oder Man City oder so. Ja. Aber nicht Liverpool. Ich hasse die Aufgabe. Auf geht's zur nächsten Aufgabe. So, okay, nächste Aufgabe ist von Phoebe. Ich bin gespannt, was sie sagt. Let's go. Hi Maxi, meine Aufgabe für dich in London ist, dass du irgendeinen Fremden auf der Straße fragst, wo zum Beispiel irgendeine Sehenswürdigkeit ist. Und wenn derjenige nach rechts oder nach links zeigt, gehst du einfach in die gegengesetzte Richtung. Also ich sag mal so, ich glaube, es gibt keinen besseren Ort als diesen, den wir hier gerade ausgewählt haben. Weil okay. Hinter mir ist London Eye und zu der Linken befindet sich der Big Ben. Und okay, in meiner Hose, aber das ist auch wieder so typisch Touri, ne? Ach, nee, scheiße, das ist so. Ah, okay, thank you. Excuse me. Yeah. Where's the London Eye? Ah, okay, and the Big Ben. Oh mein Gott, wie klein er ist! Guck mal, süß. Aber der ist echt nicht groß. Das habe ich letztes Jahr auf der Gamescom ja auch gemerkt. Der ist auch irgendwie so ein Stück kleiner als ich oder so. Das war total komisch. Wo ich ihn dann in den Arm genommen habe und so, war das auch schon so, er hat dann versucht, seine Hand bei mir auf die Schulter zu legen und ich bin halt ein Stückchen größer. Und ich dann einfach unten so bei ihm, ich habe meine Hand dann bei ihm auf die Hüfte gelegt. Sorry. So. Ja, okay. Aber die stehen auch höher, habe ich gerade gesehen. Trotzdem ist er nicht groß. So unangenehm, es ist so unangenehm. Excuse me, I'm looking for the Big Ben. Do you know where the Big Ben is? Here. Ah, this one? Yes. Ah, thank you very much, thank you. Wie stimmt, okay, ich würde sagen, Aufgabe bestanden, Phoebe. Ich hoffe, ich habe die Aufgabe gut gemacht. Es war ein bisschen schwer zu filmen, aber ich glaube, overall, es war feiner, okay? Ich würde sagen, das war's. Aufgabe absolviert und wir gehen jetzt weiter zur nächsten Aufgabe. Let's go. Nächste Aufgabe ist von den guten alten Revi. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat. Let's go. Ich habe mehrere Aufgaben für dich. Unter anderem möchte ich, dass du mit dem London Eye einmal fährst. Praktisch London Eye genau hinter uns, das wird schon mal gut sein. Oben im London Eye einen Fortnite-Dance deiner Wahl kickst. Das heißt, an der höchsten Stelle des London Eye, ganz oben, trittst du einmal in die Tanzlatschen und machst ein kleines Fortnite-Emote. Okay, bevor wir zur Aufgabe Nummer 2 gehen, würde ich sagen, dass wir erstmal Aufgabe Nummer 1 machen und dann auch hören wir weiter, was er zu sagen hat. Let's go. Digga, das Ding ist ja riesig. What the fuck? Ja. Ey, ich sag dir, wie schnell das wird jetzt so Höhenangst kicken, ne? So, Tickets gekauft. Wir gehen jetzt rein. Höhenangst. Oh Gott. Bruder. Oh nein, ich weiß ja nicht. Also, ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das mit dem Tanz hier gut machen soll. Das ist halt alles sehr voll. Oh, Paddy, du hast Angst, Digga. Wir sind so gut wie am höchsten Punkt. Ich bereite mich schon mal vor. Der Vordertanz wird gleich rausgehauen. Das wird ganz unangenehm. Okay. Scheiß aus, ne? Ich hasse dich, Baby. Ich bin ganz oben. Das zählt, oder? Ich sag's dir, wie es ist. Aufgabe, glaube ich, absolviert, oder? Ich meine, das ist der höchste Punkt, komm. Das ist sowas von der höchste Punkt. Und ich kack mich gleich ein, weil ich habe Höhenangst. Guck mal, wie weit es runtergeht. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal Aufgabe Nummer 2 an. Aufgabe Nummer 2 ist, du gehst ins Wachsfigurenkabinett in London bei Madame Tussauds und tust so, als wärst du selber eine Wachsfigur. Ich sag's dir, wie es ist. Ich glaube, Aufgabe Nummer 2 müssen wir erstmal skippen. Aber das ist sau cool. Also Madame Tussauds ist richtig geil, habe ich in Berlin mitgemacht. Und ich weiß, Helene Fischer hat mal irgendwo, wo ihre Wachsfigur dann rauskam und so, die erste, wo die in der Schaukel da saß mit diesem lilanen Kleid, hat die sich gefragt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich was drunter habe. Das habe ich mir tatsächlich als Challenge genommen damals, weil wir sind nach Berlin gefahren und ich wollte unbedingt nach Madame Tussauds, um halt Helene Fischers Wachsfigur zu sehen. Ja, ich habe das Ding halb ausgezogen und nein, sie hat nichts drunter. Die Wachsfiguren sind da drunter tatsächlich einfach weiß unter der Kleidung. Also die gehen ein bisschen weiter, die Hautfarbe, aber den Teil, der angezogen ist, der ist halt komplett weiß. Den haben die nicht eingefärbt, logischerweise. Ja, es war auch nur minimal unangenehm, das Ding halb auszuziehen, aber ich wollte es halt wissen, ne? So, ja. Also Madame Tussauds ist echt cool.
für den Tag, aber wir machen es dann morgen früh, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, wir gehen schon mal zur Aufgabe 3 ganz kurz hin. Und weil ich kein Unehrenmann bin, Aufgabe Nummer 3, Maxify, geh in Gordon Ramsays Restaurant, iss ein Beef Wellington, wie es Gordon Ramsay anrichten würde. Tu dir was Gutes, was dir verdient. In diesem Sinne, ganz viel Spaß in London. Okay, ja, wir gehen zum Gordon Ramsay Restaurant und holen uns ein Beef Wellington. Gut. Okay, ist hier der Eingang? Ich versuch's mal. Okay, wir müssen anscheinend nach oben gehen für Beef Wellington, weil unten gibt's so Pizza. Ganz weird, aber egal, wir gehen mal hoch. Okay, gibt keinen Beef Wellington mehr. Dann müssen wir morgen nochmal zurückkommen. Guten Morgen, Leute. Neuer Tag und ich würde sagen, wir starten den Tag direkt rein mit einer neuen Aufgabe. Und zwar hat uns Nito noch eine Aufgabe gegeben. Die hören wir uns jetzt gleich an. Hallo Maxi, ich möchte, dass du zu einem Royal Guard hingehst und einen zeichnest. Also du stellst dich da hin mit so Plakat und alles drum und dran, wie so Straßenkünstler und malst ihn dann und dann zeigst du ihm das Bild. Mal gucken, wie er reagiert. Versuchen wir mal das hinzubekommen, ne? So einen Royal Guard zu finden und ihn zu zeichnen. Okay, ich glaube, wir gehen richtig dahin. Also irgendwo müssen die halt sein, ne? Digga, hier ist alles voll, Junge. Ich wollte die eigentlich da malen, aber Junge, was ist das, Junge? Ja, Buckingham Palace. Ich weiß nicht, wie du dir das vorgestellt hast, wie ich das machen soll. Okay, ich sag's dir, wie es ist. Wir warten schon ewig gefühlt darauf, aber irgendwie ist hier keiner mit einem Pusher oder sonst irgendwas. Deswegen werde ich jetzt einfach den Polizisten malen, der da vorne steht. Der ist nämlich super sympathisch und schickt die ganzen Leute die ganze Zeit rum. Und ich glaube, wenn ich ihn male und ihm das Bild zeige und dann Selfie mit ihm mache oder so, ich glaube, das kommt auch ganz gut rüber. Ich glaube, das ist besser. Auf einer Leinwand. Okay, mein Bester. Ich fange mal die Füßen an. Scheiße. Bitte schaut nicht auf mein Bild, okay? Doch, bitte mach es in Großaufnahme rein, so, bitte. Das ist schon mal der eine Fuß, okay? Man erkennt einfach gar nichts. Ne? Sag ich so, wie es ist. Doch, man erkennt die Hand. So, da, das sieht gut aus, ne? Ja, sieht gut aus, ich weiß. Doch. Ey, ich würde sagen, auch bei euch sieht es ganz gut aus, ne? It's a good one, ne? Ist doch süß. It's a good one. Oh doch, ich find's cute. It's a good one, ne? Ich würde es mir aufhängen. Ja. More black? Oh. Ich weiß ja nicht so ganz, ob ich... Okay, ich zeig ihm mal das Bild. Mal gucken, was er davon hält, okay? This is for you. Oh, brilliant. Thank you very much. You're welcome, man. Cheers. Brilliant, thank you. You're welcome. Okay, ich sag mal so, mein Bré, der hat das Bild jetzt. Damit kann man sagen, Aufgabe bestanden. Hat zwar kein Selfie oder so mit dir gemacht, aber ey, ich sag's dir, wie es ist. Der hat einen wichtigen Job gerade zu tun. Ich wollte noch nicht zu sehr nerven. Und Aufgabe absolviert, wir gehen weiter zur nächsten. Let's go. Okay, das ist anscheinend das nächste Gordon Ramsay Restaurant. Ich hoffe, da haben wir mehr Erfolg. Digga, hä, warum so teuer? Was ist für 120, auch noch für 2? Ja, es ist für 2. Wollte ich doch gerade sagen. Oh, bin ich so fett, dass ich für 2 essen will, oder was? Okay, jetzt sind wir wieder. Du hast doch dein Team Gordon mit. Gordon Ramsay Restaurant. Und jetzt wird sich diesmal, ne, zum Frühstück das ordentliche Beef Wellington geholt, ne? Natürlich das für 2 Leute, weil es gibt nicht für einen, leider. So teuer, Alter. And to eat. For us, Beef Wellington for 2? 45 years. Yes, we know. Is it medium or is it rare for beef? Medium rare. Medium rare? Can we have it a little bit like medium? Not medium. Ah, okay. It's nicely cooked. Okay. On the sides will be going to the medium. Okay. And then the middle world will be medium. Okay, thank you. I mean, if we can tell us and we can put on the grill just to get a little bit more. Yes. Meat. Okay, das Beef Wellington ist angekommen. Ja, es sieht gut aus. Es sieht sehr rare aus. Sehr rare. Egal, probieren wir mal das Ganze, ne? Okay, gehen wir den ganzen Mann try. Oh ja, das ist schön rare. Au. Er will es probieren, packt direkt so ewig viel in seine Schnute. Okay. Alright, ich würde sagen, Aufgabe damit geschafft. Ja, es gibt den ganzen so. In Schule eine 4. Okay, wir haben aufgegessen und jetzt gehen wir zur letzten Aufgabe von Revi. Das heißt, ins Wachshaus gleich reingehen und mich als Figur ausgeben. Es wird super unangenehm, aber wir nehmen das Ganze mal wieder mit und ja. By the way, Leute, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, falls ihr noch mehr von solchen Videos sehen wollt. Würde mich sehr freuen. Aber kennt wir sind jetzt gerade vor dem Museum, vor dem Wachsmuseum und Leute, falls ihr euch da erinnern könnt, wir haben ja das Trikot geholt für Pien, dazu eine Hose und so alles. Und darauf Unterschriften gesammelt. Und das Trikot werden wir jetzt gleich benutzen, dann noch Fußballschuhe anziehen und da neben irgendeinem Fußballer stellen. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ah, letzte Aufgabe, komm, wir ziehen das durch. Das kann ja was werden, ey. Wirklich, das sind so unnötige Aufgaben, immer. Okay, bevor wir aber ins Museum rein können, müssen wir auch erstmal an der Security vorbei. Es kann sein, dass sie entdecken, dass wir ein komplettes Outfit zu haben und uns nicht reinlassen. Deswegen müssen wir gucken, dass sie uns nicht aufhalten. Wir versuchen es. Ja, jetzt müssen wir hoffen, dass es nicht auffällt, ne?
anything sharp? Scissors, knife? No. The tripod. It's a tripod, yeah. I want to see it. I mean, like, if it's a huge one, it's not allowed taking it inside. Are you going to use it inside? No. That's fine. Just keep it in the bag. Yeah, don't take it out, please. Shoes? Yes. That's okay. Thank you. Eingeschafft schon mal. Okay. Der Part krass, dass dann die Sicherheitsmaßnahmen so hart sind, ne? Also ich war noch nie in London, keine Ahnung. Umziehen erstmal. Naja, wir haben es reingeschafft und jetzt muss ich mich nur noch umziehen. Okay, wo sind jetzt die Figuren, die wir suchen? Ne, den suchen wir nicht. Den suchen wir auch nicht. Wir brauchen die Fußballer. Wo sind die Fußballer, Bro? Okay, ich glaube, ich bin hier schon mal ein bisschen richtig. Okay, ein bisschen ist hier... Das sieht gut aus. Aber ich suche immer noch die Fußballspieler, aber es gibt hier irgendwie keine wirklich. Okay, ich habe Ronaldo gefunden. Okay, wir müssen irgendwo jetzt hingehen. Irgendwo, wo es passt. Oh, seine Haare sind wieder nachgewachsen. Das ist schön. Das steht ihm auch viel besser mit den längeren Haaren. Also, ja. Ich stand gerade noch eine Sekunde, hä? Hä? Hä, Bro, als ob die nicht checken, dass ich mir echt... Hä? Ich stell mich noch ein paar Mal irgendwo hin. Schön die Animal Crossing Musik im Hintergrund. Okay, ich würde sagen, Aufgabe erfolgreich geschafft. Ich hätte gerne mit Mikro oder so die Reaktion richtig aufgenommen, aber ich hatte leider kein richtiges Equipment dabei. Das war alles auch sehr spontan. Auch das Mikrofon haben wir einfach random irgendwo gekauft gehabt. Deswegen alles sehr random. Haben wir mit Handy gefilmt. Trotzdem hoffe ich, es hat gepasst irgendwie. Aufgabe haben wir auch absolviert. Und ich würde sagen, Leute, das war's für die Video. Lasst einen Daumen nach oben, Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Aber ich liebe uns. Ciao. Ja, damit sind wir schon wieder am Ende. Es war toll. Nein, es war wirklich schön. Genau, ich habe ein bisschen was zwischendrin erzählt. Bis dahin, ihr lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns ganz bald wieder. Eure amtierende Prinzessin.